Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte nehmen Sie Platz. Dann eröffne ich die Sitzung und gratuliere vor Eintritt in die Tagesordnung nachträglich dem Kollegen Dr. Edgar Franke zu seinem 60. Geburtstag. Alle guten Wünsche im Namen des ganzen Hauses. Dann müssen wir noch einen Schriftführer wählen. Auf Vorschlag der Fraktion der FDP soll der Kollege Peter Heidt für den Kollegen Alexander Müller als Schriftführer gewählt werden. Sind Sie damit einverstanden? Das ist offenbar der Fall. Dann ist der Kollege Heidt als Schriftführer gewählt. Die Tagesordnungspunkte 17 und 21d sollen abgesetzt werden. Ebenso soll nach einer interfraktionellen Vereinbarung der Tagesordnungspunkt 9 abgesetzt und stattdessen der Antrag auf der Drucksache 16862 mit dem Titel für ein Recht auf Anonymität beim öffentlichen Raum, keine automatisierte Gesichtserkennung durch die Bundespolizei in verbundener Beratung mit dem Antrag auf der Drucksache 16885 mit dem Titel Freiheit und Rechtsstaatlichkeit erhalten, kein Einsatz biometrischer Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen mit einer Debattenzeit von 60 Minuten debattiert werden. Die Aktuelle Stunde mit dem Titel Unklare Haltung der Bundesregierung bei der automatisierten Gesichtserkennung im öffentlichen Raum entfällt. Sind Sie damit einverstanden? Das ist offenkundig der Fall. Dann ist das so beschlossen. Dann rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 8a bis 8d und den Zusatzpunkt 4. Das ist die Abgabe einer Regierungserklärung durch den Bundesminister für Wirtschaft und Energie zum Jahreswirtschaftsbericht 2020 sowie die Beratung des Jahreswirtschaftsberichts 2020 der Bundesregierung und des Jahresgutachtens 2019-20 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit dem Titel Den Strukturwandel meistern und die Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Tempo für Deutschland und zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Wirtschaft zukunftsfähig aufstellen. Für die Aussprache im Anschluss an die Regierungserklärung wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Und damit hat das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Bundesregierung, vertreten durch die Bundeskanzlerin und den Vizekanzler und die sie tragenden Fraktionen und Parteien, haben heute Nacht vereinbart, dass wir erstmals überhaupt eine erleichterte Abschreibung digitaler Wirtschaftsgüter vornehmen werden, um auf diese Art und Weise die Transformation im digitalen Bereich, den Übergang zu Industrie 4.0, die künstliche Intelligenz zu fördern. Das ist ein wichtiger Schritt, der dazu beitragen kann, eine neue Innovationsdynamik auszulösen. Wir haben gleichzeitig beschlossen, dass wir bis zum nächsten Treffen eine Lösung erarbeiten wollen, wie Personengesellschaften bei der Besteuerung mit Kapitalgesellschaften gleichgestellt werden können. Auch das ist ein wichtiges Zeichen, insbesondere an mittelständische Unternehmen, dass wir ihre Arbeitsbedingungen, dass wir ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken wollen. Und wir haben schließlich drittens, aber nicht letztens, auch vor dem Hintergrund des Transformationsprozesses in der Automobilindustrie, bei den Zulieferern, die mittelständisch geprägt sind, beschlossen, dass wir diesen Transformationsprozess unterstützen durch kluge Regelungen bei der Qualifizierung, durch Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld. Das zeigt, wir lassen die Betroffenen nicht im Stich und dass es möglich war, in der Koalition gemeinsam diese Entscheidungen zu treffen, zeigt, dass die Wirtschaftspolitik für diese Koalition wichtig ist. Und dafür bedanke ich mich als zuständiger Minister ganz herzlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesem Jahreswirtschaftsbericht ist es amtlich. Deutschland befindet sich seit nunmehr über 10 Jahren in einem ununterbrochenen wirtschaftlichen Aufschwung. Es ist der längste Aufschwung seit der Wiedervereinigung und darüber hinaus der längste Aufschwung seit 1966, seit mehr als einem halben Jahrhundert. In dieser Zeit sind der Wohlstand und die wirtschaftliche Stärke unseres Landes gewachsen. Löhne und Rente sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.
Die öffentlichen Finanzen wurden konsolidiert und die Spielräume für Zukunftsinvestitionen in Bildung, in Forschung, in Gesundheit, in Umwelt und in Klimaschutz sind gleichwohl deutlich gewachsen. Kaum ein anderes großes Land in Europa kann auf eine ähnliche Erfolgsgeschichte zurückblicken. Und dass dieser Erfolg möglich war und ist, verdanken wir den hart arbeitenden Beschäftigten in über 45 Millionen Beschäftigungsverhältnissen. Wir verdanken es Millionen von Unternehmerinnen und Unternehmern, Selbstständigen, Handwerkern, Mittelständlern, Hidden Champions, die trotz mancher Hindernisse und trotz mancher Probleme mit Bürokratie diese beispiellose Erfolgsgeschichte ermöglicht haben und immer noch ermöglichen. Und dafür ein herzliches Dankeschön im Namen der Bundesregierung und hoffentlich auch im Namen des gesamten Hauses. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die deutsche Wirtschaft ist auch im letzten Jahr gewachsen. Sonst wären wir ja nicht im Aufschwung geblieben. Aber sie ist gewachsen um 0,6%, etwas stärker als erwartet, aber auch unserer Auffassung nicht stark genug. Wir haben es zu tun mit einer teilweise gespaltenen konjunkturellen Entwicklung. Wir haben in der Binnennachfrage, im Baugewerbe, bei vielen Handwerksbetrieben, bei den Dienstleistungen eindrucksvolle Wachstumszahlen nach wie vor. Und wir haben bei der exportorientierten Industrie zum Teil große Probleme. Und deshalb ist es wichtig, dass die wirtschaftliche Entwicklung wieder Fahrt aufnimmt. Wir erwarten 1,1% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr, im laufenden Jahr, 1,3% im nächsten Jahr. Damit liegen wir auf einer Linie mit den Wirtschaftsforschungsinstituten. Wir sind sogar am unteren Rand, was die Prognose für 2021 angeht. Und es zeigt, dass wir eine große Chance haben, dass die wirtschaftliche Dynamik wieder an Fahrt gewinnt und dass die Phase des eher niedrigen Wachstums überwunden werden kann. Das ist eine Botschaft an all diejenigen, die überlegen, ob sie in Ausrüstungsinvestitionen investieren sollen, die überlegen, ob sie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen sollen, weil die Auftragsbücher immer noch voll sind. Und ich möchte den Pessimisten und den Schlechtrednern, von denen es auch in diesem Haus eine ganze Reihe gibt, die im letzten Jahr bei jeder Debatte die Rezession an die Wand gemalt haben und so getan haben, als sei die gesamte deutsche Wirtschaft vom Scheitern bedroht, sagen, sie haben damit den Interessen unseres Landes geschadet. Wir sollten unsere Stärken herausstellen und wir sollten unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Gleichwohl hat jeder Jahreswirtschaftsbericht die Aufgabe, nicht nur Erfolge zu benennen, sondern ebenso auch Herausforderungen, Defizite und Handlungsoptionen. Und zwar für die Zukunft. Denn Wirtschaftswachstum ist auf Dauer nicht selbstverständlich. Und die Claims für die Wettbewerbsfähigkeit international werden jeden Tag und jeden Monat und jedes Jahr neu abgesteckt. Und deshalb müssen wir uns um die Unternehmen kümmern, denen es nicht gleichermaßen gut geht. Deshalb müssen wir uns um die Branchen und um die Transformationsprozesse kümmern, wo wir weltweit mit anderen konkurrieren, mit Ländern in Asien, in Amerika und auch anderswo in Europa. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, brauchen wir zum einen eine Antwort auf die Transformationsprozesse, den Klimawandel. Wir haben ein Paket zum Klimaschutz verabschiedet, das eindrucksvoll ist und das es ermöglicht, unsere 2030er-Ziele einzuhalten. Wir bekennen uns zur Klimaneutralität und dieses Anliegen ist uns ernst. Aber, und das sage ich als Wirtschaftsminister, gerade weil es uns ernst ist, dürfen wir nicht auf einem Standpunkt stehen, dass uns die wirtschaftlichen Folgen egal sind. Denn ich bin überzeugt, dass die Industrie, die in Europa Stahl produziert, die in Europa Güter produziert, weniger CO2 pro Tonne emittiert als irgendwo auf einem anderen Kontinent weltweit. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Klima- und Energiepolitik nur dann weltweit vertreten und populär machen können, wenn wir nachweisen können, dass Umwelt und Wohlstand kein Gegensatz sind. Wenn wir deutlich machen können, wir erhalten die Wettbewerbsfähigkeit. Und deshalb muss neben dem Klimawandel auch dieser Aspekt in den Vordergrund gestellt werden. Wir haben beim Kohleausstieg, den wir gestern im Kabinett als Gesetzentwurf beschlossen haben, ein klares Signal gesetzt für Klimaschutz, aber mit dem parallelen Strukturstärkungsgesetz auch deutlich gemacht, wir lassen die Regionen nicht im Stich.
Wir lassen das mitteldeutsche Revier, die Lausitz und das rheinische Revier nicht im Stich. Wir wollen dafür sorgen, erstmals übrigens in der Geschichte des Strukturwandels in unserer Industrie, anders als bei früheren Gelegenheiten in den 60er und 70er Jahren, wir wollen dafür sorgen, dass mit öffentlichem Geld, mit bis zu 40 Milliarden Euro, private Investitionen ermöglicht werden, Infrastrukturen geschaffen werden, dass neue Arbeitsplätze entstehen. Und wir haben das Ziel, dass wir in allen drei Revieren, um die es geht, wo wir Braunkohlekraftwerke stilllegen werden, kontinuierlich und soweit es mit Energieversorgungssicherheit vertretbar ist. Wir haben das Ziel, dass am Ende des Transformationsprozesses in all diesen Revieren mehr und gute Arbeitsplätze bestehen und entstehen, als das heute der Fall ist. Diese Regionen müssen zu Gewinnern des Strukturwandels werden. Und deshalb ist es eine gesamtstaatliche Aufgabe, Ihnen zu helfen. Wir haben, meine Damen und Herren, gleichzeitig ein ehrgeiziges Projekt der Energiewende. Wir haben uns vorgenommen, 80% unserer Elektrizität bis 2050 aus erneuerbaren Quellen zu produzieren. Das ist wichtig für Nachhaltigkeit. Aber es wird nur gelingen, wenn wir uns genauso intensiv, wie wir uns kümmern werden um Windräder und um Photovoltaik, auch um die Akzeptanz kümmern und wenn wir uns darum kümmern, dass die Leitungen fertig werden und dass der Strom bezahlbar wird. Und das bringt mich zu dem dritten großen Punkt, der mir als Wirtschaftsminister wichtig ist. Es geht um die Rahmenbedingungen für Wachstum. Wenn ein mittelständischer Unternehmer sich überlegt, ob er noch einmal 20 oder 30 Millionen Euro in die Hand nimmt, um für die nächsten Jahrzehnte zu investieren und sein Unternehmen zukunftsfähig zu machen, dann wird er es nur tun, wenn er an die Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen glaubt. Wenn er überzeugt ist, dass der Staat ihm nicht das, was er damit erwirtschaftet, an höheren Steuern und an höheren Energiekosten und an mehr Bürokratie versauert und wieder wegnimmt und er am Ende dann umsonst gearbeitet und investiert hat. Das ist der Grund für die Zurückhaltung bei den Ausrüstungsinvestitionen in den letzten Jahren. Das ist ein Grund dafür, warum viele die Frage stellen, wie können wir uns denn garantieren, dass diese Rahmenbedingungen gleich bleiben. Und deshalb, meine Damen und Herren, das, was wir vereinbart haben gestern als Absicht für die Unternehmen, für die Personengesellschaften, das, was wir beschlossen haben als ersten Schritt für die Abschaffung des Soli, das sind deutliche Zeichen dafür, dass wir die Belastungsgrenzen erkennen. Und im Jahreswirtschaftsbericht, dafür bedanke ich mich, liebe Frau Hagedorn, auch beim Finanzministerium ganz herzlich, haben wir auch den Satz verankert, dass wir den Soli abschaffen wollen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir über den ersten Schritt hinaus auch weitere Termine bereits im Gesetz verankert hätten. Aber wir haben ja noch einige Monate Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl und ich vertraue darauf, dass wir gemeinsam diese Planungssicherheit herstellen. Wir haben uns als Koalition darauf verständigt, dass wir wollen, dass die Sozialabgaben nicht über 40% steigen. Und wir haben diese Zusage bislang eingehalten, weil wir Anstiege im Bereich der Pflegeversicherung durch zweimalige Senkungen im Bereich der Arbeitslosenversicherung kompensiert haben. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist das eine, dass wir das von Koalitionsbildung zu Koalitionsbildung wiederholen und dass wir es in der Praxis auch erreichen. Wir haben gesehen, wie segensreich es war, im Grundgesetz vor über 10 Jahren eine Schuldenbremse zu verankern. Und ich habe den Vorschlag gemacht in meiner Mittelstandsstrategie für mein Ministerium, dass wir auch über eine Sozialabgabenbremse im Grundgesetz nachdenken. Das ist noch nicht die Meinung der Regierung insgesamt, aber ich bin durch die Reaktionen, die darauf entstehen, sehr ermutigt. Ich habe das Thema Energie angesprochen, die Bezahlbarkeit von Strom, die Verfügbarkeit, die sichere Verfügbarkeit von Strom, dass wir die gewährleisten können, davon bin ich überzeugt. Wir wollen aber auch erreichen, dass Strom bezahlbar wird. Und heute ist der Haushaltsstrom der teuerste in ganz Europa. Und der Strom für die nicht privilegierten Industrieunternehmen ist der zweiteuerste in ganz Europa. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, es muss unser gemeinsames Ziel sein, dass wir in den nächsten Jahren den Durchschnitt der europäischen Strompreise wieder näher kommen. Es muss unser Ziel sein, dass trotz weiterem Ausbau der Energiewende die Strompreise auch wieder sinken. Und wir haben im Rahmen des Klimapaketes beschlossen,
dass wir die zusätzlichen Einnahmen durch den höheren Emissionsausgabepreis ab dem nächsten Jahr komplett für die Senkung der EEG-Umlage verwenden werden. Das wird die größte Entlastung der EEG-Umlage bedeuten seit 20 Jahren, seit wir sie eingeführt haben. Es ist für mich aber nur ein erster Schritt. Und wir haben im Kohleausstiegsgesetz die Rechtsgrundlage dafür geschaffen, dass wir bei der Strompreiskompensation, dass wir bei den Netzentgelten ebenfalls auf Preisanstiege gemeinsam der Finanzminister, die Umweltministerin und der Wirtschaftsminister reagieren können. Das ist Mittelstandspolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist Mittelstandspolitik, und wir müssen diese Politik trotz aller Fairness, trotz aller Versuchungen gemeinsam verteidigen. Ich habe festgestellt, dass die Akzeptanz wirtschaftlichen Erfolges, dass die Akzeptanz von Unternehmertum in unserer Bevölkerung insgesamt gewachsen ist, weil die Menschen kapieren, dass man nur das verteilen kann, was man vorher erwirtschaftet hat. Und weil sie wollen, dass Deutschland auch weiterhin zu den erfolgreichsten Ländern dieser Welt gehört. Die Digitalisierung wird uns vor ganz neue Herausforderungen stellen. Das automatisierte Fahren, Massenproduktion zur Losgröße 1, die völlige Umstellung von Produktionsverfahren und der Zuhilfenahme von neuen Technologien. Und die Frage ist, ob wir uns zutrauen, diese Transformationsprozesse gemeinsam mit den Unternehmen, gemeinsam mit der Wirtschaft zu gestalten und zu bewältigen. Wir haben durch eine Förderung von Elektromobilität und durch eine Förderung des Baus von Batteriezellen in Deutschland und Europa einen wichtigen Anstoß gegeben, dass diese Transformation gelingen kann. Über 70 Unternehmen beteiligen sich derzeit am Aufbau einer Batteriezellproduktion, viele davon in Deutschland. Wir haben mit dem Projekt Gaia X, das eine europäische, verlässliche, souveräne Dateninfrastruktur schaffen soll, dafür gesorgt, dass wir im Bereich der Datenverarbeitung vorankommen und Versäumnisse der Vergangenheit aufholen. Und ich bin überzeugt, wir können auch den digitalen Wandel gestalten, wenn wir den Mut dazu haben. Bertha Benz, die Frau des Erfinders des Automobils, ist in einer Biografie kürzlich gewürdigt worden mit dem Titel »Mein Traum ist länger als die Nacht«. Und das ist die Herausforderung an uns, dass wir bei allen Problemen des Alltags uns trauen, den Blick nach vorne zu richten, auf eine Welt, in der Wohlstand und Umwelt zunehmen, auf eine Welt, in der Handelsschranken und Protektionismus dann irgendwann wieder auf dem Rückzug sind, in einer Welt, wo wir unseren Platz mit Selbstbewusstsein, mit Stolz und gemeinsam mit anderen verteidigen werden. Vielen Dank. Jetzt eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Abgeordneten Tino Chrupalla, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Landsleute, Strukturwandel meistern. Unter diesem Motto steht der Jahresgutachten 2019-2020 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Es handelt sich hier meiner Meinung nach um ein Gefälligkeitsgutachten für die Bundesregierung. Die sogenannten Wirtschaftsweisen benennen Maßnahmen für Zwecke, die ohnehin bereits feststehen. Die Botschaft kann man kurz zusammenfassen. Alles prima, nur hier und da ein paar Schräubchen nachziehen, zum Beispiel noch mehr Frauen und alte Menschen ins Erwerbsleben drücken, mehr sogenannte Fachkräfte aus dem Ausland holen, auf keinen Fall protektionistisch agieren, auch wenn der Rest der Welt das mittlerweile tut, und ganz wichtig, alles international koordinieren. Ein grundlegender Kurswechsel wird nicht gefordert, und von Weisheit fehlt auch jede Spur. In ihrer Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat die Bundeskanzlerin hingegen Klartext gesprochen. Ausnahmsweise. Und jetzt wissen wir auch, was mit Strukturwandel eigentlich gemeint ist. Eine, Zitat, Transformation mit gigantischem historischem Ausmaß, Zitat Ende. Das waren ihre Worte. Und diese Transformation muss stattfinden, weil sich die gesamte Art des Wirtschaftens und Lebens, wie wir es uns im Industriezeitalter angewöhnt haben, grundlegend verändern wird. So die Prophezeiung der Kanzlerin. Sie weissagt außerdem, dass wir zu völlig neuen Wertschöpfungsformen kommen werden und auch mittels einer zweiten Riesentransformation der Digitalisierung. Da frage ich mich wirklich, in welcher Glaskugel haben Sie diese Vision erschaut, Frau Merkel? Wenn das alles ein Riesenspuk ist, an dem sich große Player eine goldene Nase verdienen, während man einen Großteil der Menschheit die materiellen, sozialen und geistigen Lebensgrundlagen entzieht.
Die Kanzlerin hat erfreulicherweise auch Verständnis dafür, dass noch nicht alle Menschen in Deutschland davon überzeugt sind oder, wie Herr Altmaier gerade sagte, es noch nicht kapiert haben, dass diese dramatischen Veränderungen wirklich notwendig sind und auch noch mit Steuermitteln finanziert werden müssen. Sie plädierte in ihrer Rede in Davos sogar dafür, dass wir miteinander sprechen und Emotionen mit Fakten versöhnen. Das haben Sie schön gesagt, Frau Merkel. Das finde ich auch. Das ist es ja, was Menschen wie mich in die Politik getrieben hat. Wir vermissen die Dialogbereitschaft auf der Seite derjenigen, die an dieser großen Transformationsidee festhalten und jeden Preis dafür zu zahlen bereit sind, die wie besessen unsere gewohnte Lebensumwelt umkrempeln wollen oder gar nicht zu wissen scheinen, was sie dort eigentlich tun. Ist diese Idee vom großen Strukturwandel, von der gigantischen Transformation der Welt wirklich zu Ende gedacht? Oder ist es wieder nur der alte Traum vom irdischen Paradies, der dieser Politik zugrunde liegt und der, wie jedes dieser Projekte in der Vergangenheit, an der Realität scheitern wird? Auch wir von der AfD finden, dass es Zeit ist, miteinander zu sprechen. Ich bin dafür bereit für diesen Dialog. Es muss ein ergebnisoffener Dialog allerdings sein. Und ich hätte mir ein paar Wirtschaftsexperten an der Hand, Herr Altmaier, die Ihnen nicht nach dem Mund reden, sondern die Ihre Politik kritisch begleiten können. Diese würde ich Ihnen gerne vermitteln. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Sören Barthold, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wirtschaftsaussichten sind besser als gedacht. Die Arbeitslosenquote bleibt voraussichtlich stabil. Die Zahl der Beschäftigten wird sogar weiter steigen auf 45,5 Millionen. Das sind gute Aussichten und das ist ein Ergebnis unserer guten Arbeit. Aber darauf ruhen wir uns auch nicht aus. Die zentrale Herausforderung, vor der die deutsche Wirtschaft und unsere Gesellschaft steht, ist der Strukturwandel. Und das heißt, es geht um den Zusammenhang von Wirtschaft, Arbeit und der sozialen Frage. Wir wollen die globale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands langfristig sichern, aber das muss gerecht geschehen und alle Teile der Bevölkerung mitnehmen. Es geht um Sicherheit im Wandel. Und dieser Satz wurde häufig strapaziert, aber ich halte ihn für gültiger denn je. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt enorme Unsicherheiten und Wachstumsrisiken. Globale Handelskonflikte, drohende Kriege, ein wachsender Protektionismus und der Fachkräftemangel. Hinzu kommen die Herausforderungen der Klimakrise und der Digitalisierung. Wir haben selten in Deutschland vor einer so dynamischen und tiefgreifenden Umwälzung von Wertschöpfungsketten, von Geschäftsmodellen und ganzen Unternehmen gestanden. Diese Herausforderungen müssen wir uns vernünftig ansehen und angehen. Das heißt, nicht Einzelinteressen dürfen im Vordergrund stehen. Wir haben das Ganze, das Gemeinwohl im Blick. Am Ende halten Wirtschaft und Arbeit die Gesellschaft zusammen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für dieses Ziel hat die Koalition die richtigen Weichen gestellt. Der Haushalt 2020 und das Klimapaket 2030 setzen die richtigen Impulse für Investitionen und Innovation. Wir werden das Beschlossene umsetzen, die Konjunktur so stabilisieren, Unternehmen und Bürgern Verlässlichkeit geben und das Innovationspotenzial dieses Landes heben. Dabei machen wir aber auch nicht den Fehler, immer nur akut auf Herausforderungen zu reagieren. Wir gestalten den Wandel aktiv. Mit dem Strukturstärkungsgesetz für die Kohlereviere und der massiven Förderung der Elektromobilität für die Automobilindustrie sind wir auf einem guten Weg. Wir investieren in Innovation, aber es braucht noch mehr. Ein wichtiges Signal sind die Beschlüsse des Koalitionsausschusses gestern. Das Arbeit-von-morgen-Gesetz kommt. Danke auch nochmal an den Bundesarbeitsminister Heil. Und damit geht die Koalition die Transformation unserer Wirtschaft konsequent und zielgerichtet an. Das Paket ist eine gute Kombination aus Sicherheit für die Beschäftigten und Impulsen für den Wirtschaftsstandort. Qualifizierung und Innovation sind die Schlüsselworte der kommenden Jahre. Wir müssen mehr Vertrauen in unsere eigene Gestaltungskraft entwickeln. Aus Angst vor Veränderung entwickeln wir den Mut zur Veränderung. Das ist unser Ziel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das alles heißt aber nicht, dass wir kopflos und ohne Plan vorschnell Ideen umsetzen. Wer täglich neue Vorschläge durch die Medien treibt, was Unternehmen alles ändern müssten und was alles zu wenig ist, der verunsichert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsicherheit ist das Gegenteil von einem gesunden Investitionsklima. Und wir sehen in der aktuellen Situation, wie eng Wirtschaft, Arbeit und Soziales zusammenhängen. Um den Strukturwandel zu bewältigen, braucht es Bündnispartner.
Das sind die Unternehmen, das sind die Betriebsräte und Gewerkschaften und die Beschäftigten. Und das ist für mich die eigentliche Innovationspartnerschaft des kommenden Jahrzehnts. Und auch hier hat die Koalition den richtigen Weg eingeschlagen. Wir haben die Grundlagen dafür gelegt, eine leistungsfähige Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz zu verbinden. Der Jahreswirtschaftsbericht zeigt auf, dass wir gut gearbeitet haben. Aber er zeigt auch, dass wir uns nicht zurücklehnen können. Wir brauchen weiter einen aktiven, gestaltenden Staat als Partner der Wirtschaft und verlässliche Anker für die Beschäftigten im Strukturwandel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Jahreswirtschaftsbericht zeigt, dass wir eine gute Wirtschaftspolitik machen. Wir haben solide gearbeitet und genau das wollen wir auch fortsetzen. In diesem Sinne, Glück auf. Jetzt hat das Wort der Kollege Michael Theurer, FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Bild der Wirtschaft in Deutschland ist ein gespaltenes Bild. Minus 3,6% bei der Industrie, minus 10% beim Stahl, in einigen Teilen der Chemie bis zu minus 30%. Die Zahl der kurzarbeitenden Betriebe im deutschen Südwesten, in Baden-Württemberg, hat sich in den vergangenen 12 Monaten verzehnfacht. Große Sorgen bei gut beschäftigten mittelständischen Unternehmen. Und meine Damen und Herren, an der Stelle ist es ja gut und richtig, dass der Jahreswirtschaftsbericht wesentliche Forderungen, die die FDP an dieser Stelle seit vielen Monaten vorträgt und einfordert, die wir heute wieder mit unserem Antrag Tempo für Deutschland hier in den Bundestag einbringen, die vollständige Abschaffung des Soli, eine Unternehmenssteuerreform, die andere Länder wie die USA, Großbritannien, Frankreich, selbst Italien bereits angepackt haben, die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger von unnötiger Bürokratie, dass dies alles, Herr Bundeswirtschaftsminister, im Jahreswirtschaftsbericht enthalten ist und Ihre Rede hier heute Morgen hat mir in weiten Teilen auch sehr gut gefallen. Aber es heißt ja hier Regierungserklärung. Und was Sie nicht geschafft haben, was Sie versäumt haben, ist zu erklären, warum die Vorschläge und Forderungen des Jahreswirtschaftsberichtes in der Regierung nicht umgesetzt werden. Da, meine Damen und Herren, sehen wir Sie sehr gerne, Frau Bundeskanzlerin, gefordert, dass Sie mit Ihrer Richtlinienkompetenz einfach die Wirtschaftspolitik, die Wettbewerbsfähigkeit, die Sicherung der Arbeitsplätze und vor allen Dingen auch die besseren Rahmenbedingungen für Handwerker, Selbstständige, kleine und mittlere Betriebe zur Chefsache dieser Regierung machen. Der Koalitionsausschuss hat hierzu allerdings nicht genug geliefert. Fehlanzeige beim kompletten Soli-Ausstieg, keine Entlastung durch eine große Steuerreform, eine Zustimmung zur Grundrente, die ist leistungsfeindlich. Die geht nicht nach dem Bedürftigkeitsprinzip vor. Sie verteilt Wohltaten nach dem Gießkannenprinzip und nicht zielgenau. Wir sagen, sie ist nicht enkelfit und nicht generationengerecht und werben hier an dieser Stelle nochmal für unser Konzept der Basisrente, mit dem wir die Altersarmut zielgenau bekämpfen können, ohne dass Menschen in den Genuss von Sozialleistungen kommen, die es nicht brauchen, sondern lassen Sie uns Steuergelder und Beitragsgelder genau bündeln auf diejenigen, die es wirklich notwendig haben, die Bedürftigen, meine Damen und Herren. Und wenn es heißt, es gäbe kein Geld für Steuerentlastung allein, darüber berichtet die Börsenzeitung in der gestrigen Ausgabe, in den Jahren 2008 bis 2019 haben der deutsche Fiskus durch die Niedrigzinspolitik der EZB 436 Milliarden Euro Mehreinnahmen oder Einsparungen durch niedrigere Zinsen gehabt. Das kann man an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Meine Damen und Herren, ein letzter Satz. In diesem Jahreswirtschaftsbericht ist eine Chance vertan worden. Kein Wort zur Wasserstoffstrategie, meine Damen und Herren. EU-Kommissar Timmermans fordert die Bundesregierung auf, hier endlich zu liefern. Seit Monaten fordern wir das hier. Wir brauchen Technologieoffenheit. Die Brennstoffzellentechnologie, aber auch synthetische Kraftstoffe können helfen, Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten. Und Herr Altmaier, ich weiß nicht, ob Sie dieses Buch kennen, das Supermolekül Wasserstoff. Ich habe mir gedacht, ich schenke Ihnen das einfach, dass zu Ihren vielen Büchern über Bismarck und über die Sozialpolitik der Vergangenheit jetzt auch noch ein Buch ist über die Technologiepolitik der Zukunft. Vielen Dank. Ich habe schon gelesen. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Carsten Linnemann, CDU-CSU.
Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben heute den 30. Januar und reden über diesen Jahreswirtschaftsbericht im Lichte einer fragilen, konjunkturellen, gesamtwirtschaftlichen Lage weltweit. Und das zeigen auch die Ergebnisse des Koalitionsausschusses, die wir als Fraktion begrüßen. Ich bedanke mich auch beim Fraktionsvorsitzenden, dass er wichtige Themen auf die Agenda gehoben hat, dass wir wieder reden über eine Beschleunigungsreform, über Planungsbeschleunigung, Unternehmenssteuerreform. Aber, und das ist mir wichtig, die Landwirtschaftsministerin ist auch da, dass das Thema Landwirtschaft in den Fokus gerückt ist heute Nacht. Und ich finde, das Thema Landwirtschaft wird zu selten auch aus der wirtschaftlichen Brille diskutiert. Es heißt Landwirtschaft. Das sind Familienunternehmen, das sind Mittelständler, die nachfolgeorientiert denken. Und mittlerweile ist es ja zuweilen so, dass Landwirte als Buhmänner gesehen werden und verantwortlich gemacht werden für alles, was auf diesem Globus passiert. Das ist mitnichten so. Landwirte sind keine Buhmänner, sondern Landwirte sind diejenigen, die den ländlichen Raum stärken, sind das Rückgrat des ländlichen Raums. Wir haben heute den 30. Januar. Seit 30 Tagen gibt es den Solidarpakt II nicht mehr. Und vielleicht ist es an dieser Stelle auch ein richtiges Signal, einfach mal Danke zu sagen an die Steuerzahler in Deutschland, die 30 Jahre diesen Solidarpakt II finanziert haben. Und gleichzeitig werden wir, der Wirtschaftsminister hat es gesagt, für 90% der Soli-Zahler den Solidaritätszuschlag komplett abschaffen. Das ist der richtige Schritt. Es ist kein Geheimnis, dass wir gerne weitergehen wollen. Für uns ist die Abschaffung des kompletten Solis keine Frage der Finanzen, sondern eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und deswegen halten wir an diesem Punkt fest. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben derzeit eine Epochenwende. Wir erleben eine Renationalisierung, mindestens Tendenzen weltweit. Morgen Nacht werden die Briten die Europäische Union verlassen. Wir erleben zunehmend einen Wettlauf an neuen Zöllen. Und seit 30 Tagen ist das Schiedsgericht der WTO nicht mehr funktionsfähig, weil die Amerikaner die Richter nicht nachbestellen. Mit anderen Worten, die Welthandelsordnung steht unter Druck. Und ich finde, auch hier sollte die Koalition klar und deutlich sagen, dass wir werben für freien Handel. Denn überall dort, wo Zölle abgebaut wurden, wo nicht-tarifäre Handelshemmnisse abgebaut wurden, gibt es wirtschaftliche Prosperität weltweit. Und deswegen müssen wir werben für die Werte der sozialen Marktwirtschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch global. In Deutschland haben wir jetzt 10 Jahre Wachstum hinter uns. Das hat es, glaube ich, in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte so nicht gegeben. Nachdem, wie ich finde, klug die Bundesregierung im Jahre 2008, 2009 die Rezession, die tiefgreifend war, mit -6%, behandelt hat, Kurzarbeitergeld und vieles mehr, hat sich dieses Land, der Mittelstand, in atemberaubender Geschwindigkeit wieder in die internationale Arbeitsteilung eingeklinkt. Wir haben in den letzten Jahren Wachstum gehabt, zwischen 2014 und 2018 sogar Wachstum über der Potenzialrate. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, dass die EZB dieses befeuert mit einer Niedrigzinspolitik. Sie begründet es, und das lassen Sie mich auch bitte sagen, mit der Inflationsrate, mit dem Ziel von nahe 2%, damit, dass sie diese Nullzinspolitik machen kann. Ich halte das auf Dauer für ungesund. Es wird zu Kollateralschäden kommen. Und deswegen bin ich dafür, dass wir in Deutschland und auch in Europa eine Debatte bekommen über das richtige Inflationsziel. 2% halte ich in der heutigen globalisierten und digitalisierten Welt für zu hoch. Die Firmen haben nicht mehr die Möglichkeiten, signifikant die Preise zu erhöhen. Und deswegen müssen wir wieder zu einer gesunden, zu einer marktwirtschaftlichen EZB-Zinspolitik zurückkommen. Herr Kollege Lindemann, gerne, würde gerne eine Zwischenfrage gestellt werden als FDP. Gerne im Anschluss, jetzt nicht. Ja, also entweder ja, nee, als kurze jetzt nicht. Ich möchte, jetzt nicht. Herr Präsident, meine Rede zu Ende bringen und als Kurzintervention gerne im Anschluss. Jetzt nicht. Das entscheiden Sie nicht. Okay. 1-0 für Sie. Kommentieren Sie den Präsidenten besser nicht. Okay. Reden Sie einfach weiter. Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, hat es gesagt, wir sind im Jahre 2019 an einer Rezession vorbeigeschrammt. Es gab keine und es wird auch vorerst keine geben. Das liegt an der Binnenkonjunktur, das liegt
an der staatlichen Nachfrage und auch an den Bauinvestitionen. Fakt ist aber auch, wir haben eine gespaltene Wirtschaft. Die Bauindustrie, das Handwerk boomt und auf der anderen Seite ist die Industrie in einer Rezession, das auch befeuert durch Demografie und durch Strukturwandel. Die Frage ist, was kann Politik jetzt tun? Und da stehen viele Punkte in diesem Jahreswirtschaftsbericht. Und ich glaube, entscheidend sind nicht in erster Linie Konjunkturprogramme oder neue Förderrichtlinien oder Subventionen, sondern verlässliche Rahmenbedingungen. Die Wirtschaft in Deutschland, der Mittelstand, will verlässliche Rahmenbedingungen. Und hier möchte ich gerne auf drei Punkte eingehen, die auch im Jahreswirtschaftsbericht prominent stehen. Zum einen ist es das Thema, worauf wir alle angesprochen werden, wenn wir unterwegs sind, das Thema Fachkräfte. Zum 1. März wird das Fachkräftezuwanderungsgesetz in Kraft treten. Wir brauchen hier schnelle Verfahren. Wir brauchen eine schnellere Anerkennung ausländischer Abschlüsse und sehr wichtig schnellere Visaverfahren, dass es hier zu gut ausgestatteten Visastellen in den Botschaften kommt. Wir brauchen zweitens eine Steuerreform. Auch das wurde angesprochen. Der ehemalige Finanzminister Wolfgang Schäuble hat mal gesagt, dass eine Steuerquote von 22% ausreicht. Mittlerweile sind wir bei 24%. Und ich finde, auch das wurde richtig angesprochen, auch vom Wirtschaftsminister, dass Deutschland eine Unternehmenssteuerreform braucht. Dieses Land lebt vom Mittelstand. Dieses Land lebt von den Familienunternehmen. Über 80% sind Personengesellschaften. Und die müssen meines Erachtens gleich besteuert werden wie Kapitalgesellschaften, damit wir auch in Zukunft noch einen Mittelstand haben. Zweitens müssen wir die Bürger entlasten. Auch dabei bleiben wir. Die kalte Progression ist abgeschafft seit einigen Jahren. Aber wir müssen darüber hinaus einen Mittelstandsbauch. Es kann nicht sein, dass wir den Bürgern das Geld wegnehmen, sie faktisch in die Bedürftigkeit ziehen, um sie anschließend mit vielen familienpolitischen Programmen wieder rauszuholen. Das muss direkt passieren. Deswegen ist es nicht gefährlich, über Steuersenkungen zu reden, sondern es ist gefährlich, über Steuersenkungen nicht zu reden. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, auch das Peter Altmaier, ausdrückliche Unterstützung. Wir brauchen neue Dynamik, wir brauchen Freiräume. Wir müssen ein Land werden, in dem Menschen Risiken eingehen können, in dem Menschen, Unternehmer übrigens wie auch Politiker, Fehler machen und aus ihnen lernen. Wir müssen offen sein für gute Ideen, für neue Technologien und eine kluge Regulierung. Deswegen unterstützen wir die Bundesregierung dabei, mehr von diesen Experimentierklauseln zu machen, dass wir etwas ausprobieren, dass wir ein Land des Ausprobierens werden. Und wenn es funktioniert, dann rollen wir es in Deutschland aus. Das muss jetzt das Gebot der Stunde sein. Wir dürfen uns nicht im Klein-Klein verlieren, sondern wir brauchen mehr Mut. Mut, dazu zu lernen, Mut, auf die Ideen des Mittelstandes und der Wirtschaft zu vertrauen, Mut zu einem neuen Aufbruch. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Klaus Ernst, Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Theurer, ich kann es mir nicht verkneifen, wenn Sie sich hier über die Grundrente aufregen, die die Koalition auf den Weg bringt, würde ich Ihnen wirklich mehr Glaubwürdigkeit zubilligen, wenn Sie sich wenigstens einmal darüber aufregen würden, dass es Leute gibt, die 4.000 Euro Rente kriegen, nicht im Monat, sondern am Tag wie der Herr Zetsche. Wenn Sie wenigstens die soziale Ausgewogenheit in Ihren Reden ein wenig zum Ausdruck bringen würden, hätten Sie tatsächlich mehr Zustimmung, vielleicht auch der Bürger in diesem Land. Meine Damen und Herren, wir reden ja hier nicht über die Rente, sondern über den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung. Sie haben positive Aspekte aufgezeigt, Herr Minister, da haben Sie durchaus auch Grund dazu. Allerdings die Steigerung des Wirtschaftswachstums 0,5% um 0,5% auf 1,1% im nächsten Jahr geht im Wesentlichen darauf zurück, dass wir zwei Tage mehr arbeiten, dass wir zwei Tage Arbeitstage mehr haben, ist also weniger eine Leistung des Wirtschaftsministers. Im Übrigen, aus Ihrem Bericht geht auch hervor, dass insbesondere die Binnennachfrage die Konjunktur stabilisiert, auch richtig, da besonders die steigenden Einkommen der Arbeitnehmer positiv wirken. Auch das ist keine Leistung des Bundeswirtschaftsministers, eher der Gewerkschaft, meine Damen und Herren. Die staatlichen Bruttoausrüstungsinvestitionen stagnierten 2019. Herr Altmaier, Ihre Regierung investiert viel zu wenig. Gewerkschaften und Arbeitgeber fordern in bemerkenswerter Einheit Investitionen von 450 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre. Gerade um die Klimaziele zu erreichen, sind massive Investitionen, zum Beispiel in Bahn, Bildung, neue Technologien, notwendig. Doch
Statt eine Investitionsoffensive zu starten, starten Sie eine Initiative zur Steuerentlastung der Unternehmen. Was ist dann das denn? Haben denn die Unternehmen kein Geld mehr für Investitionen, Herr Altmaier? Die Fakten. Während im Jahr 2000 noch 35% der Gewinne netto reinvestiert wurden, sind es im Jahr 2018 nur noch die Hälfte davon, nämlich 16%. 2001 wurden die Unternehmenssteuern deutlich gesenkt. Das Ergebnis war nicht mehr, sondern permanent weniger Investitionen. Die Quote ist gesunken. Mit Verlaub, Herr Altmaier, Ihr Vorschlag macht überhaupt keinen Sinn. Richtig wäre es tatsächlich, die mittleren und unteren Einkommen zu entlasten. Übrigens nicht, wie Sie gestern im Ausschuss sagten, Entlastung aller Einkommen, Entlastung der mittleren und niedrigen Einkommen. Warum? Weil zum Beispiel zwischen 1998 und 2015 die oberen 30% der Einkommensbezieher schon entlastet wurden, nämlich um 2,3%, die haben weniger Belastung. Und die unteren 70% der Einkommen zahlten mehr Steuern, die untersten 10% sogar 5,4% mehr. Also wir brauchen eine Entlastung der unteren Einkommen und nicht Steuerentlastung für die Gießkanne, wo wir reine Mitnahmeeffekte bei den Reichen in diesem Lande haben. Meine Damen und Herren, das reichste Prozent unserer Bevölkerung, also 1%, besaß 2017 genauso viel wie die ärmeren 75% unseres Landes. Das ist ein Problem, weil diese Ungleichheit tatsächlich Wachstum hemmt. Das sagen alle Ökonomen. Im Übrigen, richtig wäre auch tatsächlich eine Entschuldung der Kommunen. Warum? Weil die Kommunen nicht mehr das Geld haben, die Leute einzustellen, die für Planungen notwendig sind, die sie aber brauchen, um die Mittel abzurufen, die ihnen vom Bund zur Verfügung gestellt werden und die nicht abgerufen werden. Ich weiß nicht, warum Sie sich gegen das sperren, Herr Minister. Ich kann es nicht verstehen. Dagegen lamentieren Sie ständig in Bereichen, die gar nicht in Ihre Zuständigkeit fallen. Also manchmal habe ich den Eindruck, Sie haben vielleicht zu viel Zeit. Also wenn Sie sich darüber auslassen, dass wir keine Arbeitszeiterfassung bräuchten, wenn die Dokumentation des Mindestlohns Ihr Thema ist, wenn Sie eine Sozialabgabe ins Grundgesetz schreiben wollen, kümmern Sie sich doch bitte einfach um das, für was Sie zuständig sind, Herr Minister. Dann wären wir vielleicht einen Schritt weiter. Und für was wären Sie zuständig? Die Windenergiebranche steht kurz vor dem Kollaps. Statt alles zu tun, dass der Ausbau an Land und Offshore wieder vorangeht, verharren Sie an dieser Frage in Untätigkeit. Auf die groß angekündigte Wasserstoffstrategie, da hat ja die FDP auch mal recht, warten wir seit Wochen vergebens. Was ist mit der Umsetzung Ihrer Industriestrategie? Was ist zum Beispiel mit dem staatlichen Industriefonds, den Sie angekündigt haben? Was passiert da? Ich habe den Eindruck, da sind Sie viele Antworten schuldig. Die Autoindustrie wollen Sie bei der Umstellung auf neue Antriebe unterstützen. Toll, dass jetzt auch die Bundesregierung gemerkt hat, dass man Elektro nur fahren kann, wenn eine Batterie drin ist. Das hat ja ziemlich lang gedauert bei uns in der Republik. Aber sollten diese Gelder, die wir da ausgeben, nicht daran gebunden sein, was ist mit Mitbestimmung, was ist mit Tarifverträgen, was ist mit den Arbeitsplätzen in den Betrieben? Wollen wir da einfach mal Geld rüberschicken ohne jede Gegenleistung? Nein, meine Damen und Herren, das ist der falsche Weg. Und zum Schluss, ein wichtiges Betätigungsfeld, Herr Altmaier, für Sie wäre zum Beispiel auch mal Vorschläge zu machen, wie wir uns eigentlich gegen die exterritorialen Sanktionen der USA gegen europäische Unternehmen wehren, die immer unerträglichere Ausmaße annehmen. Das ist nicht mehr hinnehmbar, meine Damen und Herren, was da passiert. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn unverhohlen europäische Unternehmen, die sich an Nord Stream 2 beteiligen, bedroht werden, selbst Briefe kriegen von amerikanischen Senatoren, dann ist mal drüber nachzudenken, nicht mit Wattebäuschen zu werfen, sondern vielleicht auch mit Maßnahmen darauf zu reagieren. Ich schlage Ihnen vor, machen Sie Strafzölle gegen US-amerikanisches Frackinggas, dann wissen die auch mal, wo der Hammer hängt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katharina Dröge, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister Altmaier, Sie haben es eben selbst gesagt.
Wenn die Prognosen für das nächste Jahr etwas besser aussehen sollten, dann hat es damit zu tun, dass der harte Brexit hoffentlich und vielleicht abgewendet wird. Dann hat es damit zu tun, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China vielleicht nicht so schlimm wird, wie man befürchten musste. Mit einem hat es leider nichts zu tun, und das ist Ihre Politik. Denn wenn man sich anschaut, was die strukturellen Herausforderungen in Ihrem Land sind, dann gehen Sie die nicht an. Und schlimmer noch, Ihre Politik ist so erratisch, dass sie mittlerweile zum Standortrisiko für dieses Land geworden ist. Kein Unternehmen kann auf dem Prinzip Chaos Investitionsentscheidungen gründen. Und das traurigste Beispiel dafür ist Ihr Umgang mit dem Kohlekompromiss. Er ist nicht nur verantwortungslos mit Blick auf den Klimaschutz. Ihr Umgang ist auch aus demokratischer Sicht ein extrem schwieriges Signal an dieses Land. Da holen Sie aus allen gesellschaftlichen Gruppen Menschen zusammen und sagen ihnen, euer Auftrag ist es, einen Kompromiss mit Blick auf den Kohleausstieg zu verhandeln. Dann brauchen Sie ewig, um das Ganze zu bewerten, und dann setzen Sie es noch nicht mal um. Dann schreiten Sie dahinter zurück. Und das Signal, was Sie damit senden, ist vor allen Dingen eins: an die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land und auch an die Unternehmen. Auf diesen Minister kann man sich nicht verlassen. Dasselbe machen Sie mit Ihrer Industriepolitik. Sie haben mit großen Worten eine Industriestrategie angekündigt. Dann haben Sie die nach massivem Widerstand zurückziehen müssen, haben eine neue vorgelegt. Und dann sagen Sie, ein Kabinettsbeschluss möchten Sie daraus aber nicht machen. Wir brauchen keinen Minister, der immer nur schöne Papiere schreibt. Wir brauchen einen Minister, der handelt. Und Herr Altmaier, Sie selbst haben die Stahlindustrie genannt. Ja, die braucht wirklich einen Minister, der handelt. Wenn man sich anschaut, dass ThyssenKrupp oder Salzgitter auf eine klimaneutrale Stahlproduktion umstellen wollen, dann geht das nur, wenn wir einen Minister haben, der die Instrumente entwickelt, um ihnen zu helfen. Und von Ihnen habe ich da bislang nichts gehört. Weder einen Vorschlag für einen funktionierenden Grenzausgleich, um internationale Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen, noch Instrumente, die helfen könnten, neue Technologien im Markt zu etablieren. Ich kann Sie nur auffordern, wenn Sie eine zukunftsfähige Stahlproduktion hier in diesem Lande haben wollen, dann müssen Sie handeln. Und bedauerlicherweise habe ich auch nichts von Ihnen dazu gehört, wie wir eine funktionierende Infrastruktur in diesem Land gewährleisten. Und ich sage Ihnen, Herr Minister, in dieser Infrastruktur liegt die entscheidende Frage für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. Und das krasseste Beispiel, das haben wir gestern wieder im Ausschuss erlebt, ist das 5G-Netz. Hier schaffen wir die Infrastruktur der Zukunft. Und seit Monaten gelingt es der Regierung nicht, eine gemeinsame Position dazu zu finden, welche Sicherheitsanforderungen wir an das 5G-Netz stellen wollen. Sie streiten miteinander, sie verzögern. Sie können uns nicht sagen, wie die Sicherheitsanforderungen an bestimmte Unternehmen sind. Und darauf können die Unternehmen nicht länger warten. Wir brauchen dieses 5G-Netz für die Infrastruktur der Zukunft. Aber wir brauchen ein sicheres 5G-Netz. Und es wäre auch die Aufgabe eines Wirtschaftsministers, hier zu handeln und nicht immer nur Sonntagsreden zu halten. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Bernd Westphal, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Jahreswirtschaftsbericht 2020 beschreibt sehr ausführlich die aktuelle Situation, aber auch die enormen Herausforderungen, vor denen Deutschland und Europa stehen. Wir haben vor allem Dank zu sagen den vielen Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in diesem Land, von innovativen Unternehmern, Handwerkern, Dienstleistern, die dazu beigetragen haben, dass wir auf so eine positive Bilanz, auf jahrzehntelanges Wirtschaftswachstum zurückblicken können. Dafür ganz herzlichen Dank. Das schafft politischen Spielraum. Aber auch die Themen, die wir behandeln, sind von einer enormen Tragweite. Und es geht darum, die Weichen so zu stellen für eine sichere, soziale, aber auch wirtschaftlich, ökonomisch erfolgreiche Zukunft in unserem Land. Und dass die Politik der Großen Koalition dabei erfolgreich ist, zeigt die lange Phase des wirtschaftlichen Wachstums. Aber ich sage auch, der Bericht zeigt, dass gerade die Binnenkaufkraft dazu beigetragen hat, die Binnenkonjunktur. Und das hat damit zu tun, dass wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlastet haben, dass wir in den Rahmenbedingungen dafür sorgen, auch zukünftig Kaufkraft zu erhalten. Und deshalb sage ich, die Reduzierung des Solidaritätsbeitrages könnten wir sicherlich schon auch auf den 1. Juli diesen Jahres vorziehen. Das würde zusätzliche Effekte geben und auch die Tarifbindung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhöhen.
Vor allen Dingen geht es darum, technischen Fortschritt mit sozialem Fortschritt und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu organisieren. Hubertus Heil hat als Arbeitsminister innovative Arbeitsmarktpolitik in die konkrete Politik gebracht, und auch heute Nacht sind viele Instrumente, diesen Transformationsprozess sozial gerecht zu gestalten, vereinbart worden. Vor einem Jahr hat die Kohlekommission die Ergebnisse vorgelegt, wie wir eine Organisation des Kohleausstiegs gestalten können politisch. Daran werden wir uns orientieren mit dem Strukturstärkungsgesetz, und seit gestern auch mit dem Kohleausstiegsgesetz liegen die Vereinbarungen auf dem Tisch, die wir jetzt parlamentarisch beraten werden. Und sicherlich geht es hier um den Kern sehr konkret, wie Energiewende gestaltet werden kann. Und ich sage aber auch, der Kohleausstieg ist nicht nur im Bereich der Strom, sondern auch im Bereich der Wärme zu organisieren. Und deshalb werden wir im konstruktiven Dialog, Herr Altmaier, noch mal überlegen, ob alles das, was jetzt in dem Kohleausstiegsgesetz so festgeschrieben ist, auch machbar ist. Wir brauchen hier auch die Versorgungssicherheit, nicht nur im Strom, sondern auch in der Wärme für Industrie und für Fernwärme. Und deshalb ist es gut, dass wir hier noch mal genau hingucken, ob es auch so umzusetzen geht. Die Menschen brauchen vor den Veränderungen keine Sorge oder Angst haben, ganz im Gegenteil. Nur mit dem, was wir mit sicheren Arbeitsplätzen organisieren, ist möglich, wenn es auch mit Nachhaltigkeit und mit einer Klimapolitik vereinbar ist, sodass Arbeitsplätze der Zukunft nur dann sicher sind, wenn sie auch mit der Umwelt vereinbar sind. Dafür brauchen wir natürlich auch eine Wasserstoffstrategie, die schon angesprochen worden ist. Auch die Transformation in der Chemie, in der Stahlindustrie muss gestaltet werden. Auch die Kaufprämie für Elektroautos, Herr Altmaier, brauchen wir dringend Signale, auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Auch beim Mieterstrom sind Dinge noch, wo wir mehr Dynamik brauchen. Genau das sind Innovations- und Investitionsimpulse, die wir brauchen. Es gibt gar keinen Grund, pessimistisch zu sein, aber es gibt allen Grund, offen, engagiert, mutig mit dieser Politik die Verantwortung für die Zukunftsfragen zu übernehmen. Wir sind dazu bereit. Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun. Herzliches Glück auf. Nächster Redner ist der Kollege Leif-Erik Holm, AfD. Liebe Bürger, Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Wirtschaft kann also aufatmen, die Rezession fällt aus, zumindest bei den Papierrollenherstellern für Kassenzettel. Die Bonpflicht macht es möglich. Zum Wohle der Wirtschaft endlich noch mehr Bürokratie. Was für ein Unfug, meine Damen und Herren. Und das steht sinnbildlich für Ihre unausgegorene Politik. Ob es eben diese Bonpflicht ist oder die Industriestrategie 2030 mit staatlich verordneten nationalen Champions. Die Sachverständigen haben Ihnen, Herr Altmaier, diese Idee ja zu Recht um die Ohren gehauen. Wir brauchen Champions, ja, aber eben keine künstlichen Champions, sondern freien Wettbewerb und Luft zum Atmen für unsere Unternehmen. Die Firmen ersticken an Bürokratie und Belastungen. Wir haben eine der höchsten Steuer- und Abgabenlasten weltweit, und da müssen wir endlich ran. Mein Zeuge ist Carsten Linnemann. Er hat es gesagt, so eine schöne Oppositionsrede, wirklich, aber Sie müssten mal Ihre Regierung endlich so weit bekommen, dass sie es schafft. Der Soli muss endlich für alle weg, er ist ja auch für alle eingeführt worden, und die Unternehmen brauchen endlich eine deutliche Entlastung, die in anderen Ländern schon vorgenommen wurde. Wir stehen im internationalen Wettbewerb. Ein Riesenklotz am Bein der Wirtschaft ist Ihre Klima- und Energiepolitik. Gegen jede Vernunft treiben Sie eine ideologische Energiewende voran, die überhaupt nicht funktioniert und unsere Versorgungssicherheit aufs Spiel setzt. Und dann muss der Bürger auch noch, dann muss der Bürger diesen Irrsinn auch noch mit den höchsten Strompreisen in Europa bezahlen, Herr Barthol. Das ist Gaga. Kein anderes Land sägt sich selbst den Ast ab, auf dem es sitzt. Ganz offensichtlich haben wir nicht einen Klimanotstand, sondern einen ausgemachten Bildungsnotstand. Und jetzt fahren Sie auch noch die Automobilindustrie gegen den Baum. Die Verbrauchsvorgaben der EU, die Sie mit zu verantworten haben, zwingen die Hersteller jetzt, E-Autos auf den Markt zu bringen, obwohl sie wissen, dass die kein Mensch kaufen will. Die Gründe liegen auf der Hand. Zu teuer, zu lange Ladezeiten, zu geringe Reichweite, kaum Infrastruktur. Und da werden auch 6.000 Euro Kaufprämien nichts dabei helfen. Es macht einfach keinen Sinn. E-Autos sind weder umweltfreundlicher als moderne Diesel, noch sind sie ökonomischer. Ja, lesen Sie doch mal nach. Und wir erleben jetzt, wie die Automobilindustrie unser Rückgrat der deutschen Wirtschaft
zunichte gemacht wird. Tausende Stellen sind bereits verloren gegangen. Kurzarbeit ist angesagt. Eine Studie der Bundesregierung sieht den Verlust von über 400.000 Arbeitsplätzen bis 2030. Und das alles passiert nur wegen ideologisch völlig überzogener Vorgaben. Diese Regierung hat offensichtlich nicht die Kraft, dem irren Zeitgeist zu widerstehen. Auch ihr Jahreswirtschaftsbericht liest sich ja mittlerweile, als hätte ihn Greta geschrieben. Wir aber können den Autofahrern versichern, die AfD steht weiter zum Verbrennungsmotor, weil er einfach überlegen ist. Meine Damen und Herren, wir brauchen keine teuren und sinnlosen Klimapakete oder Green Deals. Wir müssen endlich zurückkommen zu einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung für Bürger und Unternehmen. Stecken wir das Geld also lieber in die Energieforschung, um wirklich tragfähige Alternativen für die Zukunft zu finden. Die Bundesregierung wird mit dieser Wirtschaftspolitik jedenfalls scheitern. Und es hat ja schon seinen Grund, warum sich selbst die Wirtschaftsverbände beklagen. Wachen Sie also auf, unsere Unternehmen brauchen endlich ein gutes Klima. Darauf kommt es an. Und wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, erstaunlicherweise, Herr Wirtschaftsminister, möchte ich noch eines sagen. Sie haben vorhin gesagt, diejenigen, die von der Rezession reden, schaden unserem Land. Das entspricht nicht meinem Selbstverständnis in diesem Haus. Wir sind nicht die Volkskammer. Wir sind hier aufgerufen, über die Probleme der deutschen Wirtschaft zu reden. Und wir haben eine Teilrezession im verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie. Darüber muss hier in diesem Hause geredet werden. Darauf haben die Bürger ein Recht. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Joachim Pfeiffer, CDU/CSU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die deutsche Glücksspirale dreht sich weiter. Und zwar im 11. Jahr, es ist bereits angesprochen worden vom Bundeswirtschaftsminister, auch vom Kollegen Linnemann, wir sind im 11. Jahr des Wachstums, wenn auch moderat, aber das gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben den höchsten Beschäftigungsstand, 45,3 Millionen Menschen, die in Lohn und Brot sind. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung. Und wir haben 4,2 Millionen Menschen mit ausländischem Hintergrund, die bei uns beschäftigt sind. Davon 2,24 Millionen aus der EU. Das sind die Fachkräfte, die wir zum Teil händeringend suchen und die diesen Wirtschaftsaufschwung auch mittragen. Deshalb ist es gut und richtig, dass wir im Fachkräftebereich die Entscheidungen des letzten Jahres getroffen haben. Und wir brauchen diese Fachkräfte weiterhin. Der Aufschwung kommt auch mehr denn je bei den Bürgern an. In 2020 wird zum ersten Mal seit unvordenklichen Zeiten werden die Nettolöhne sogar stärker steigen als die Bruttolöhne. 2,9%. Die Lohnquote steigt, immer von den Linken eingefordert. Da habe ich vom Kollegen Ernst heute nichts gehört. Hätte er ja mal loben können. Sonst spricht das immer an. Die Lohnquote steigt zum ersten Mal seit den 90er Jahren wieder deutlich an auf 70,9%. Die Beiträge in der Sozialversicherung bleiben unter 40%, und der Vorschlag des Wirtschaftsministers, den zu deckeln oder zu begrenzen, können wir nur nachdrücklich unterstützen, weil das war das große Thema in den 90er Jahren, weshalb die Glücksspirale damals durchbrochen wurde, wie in der Teufelsspirale waren, aus immer mehr Arbeitslosen, weil wir nicht wettbewerbsfähig waren, weil die Sozialversicherungsbeiträge zu hoch waren. Deshalb müssen die dauerhaft unter 40% gehalten werden. Auch die Neuverschuldung, kein Mensch spricht mehr drüber. Und die Schuldentilgung. Wir sind im letzten Jahr unter 60% des Maastricht-Kriteriums gegangen. Das ist aber für uns nicht genug. Maastricht ist eine Obergrenze. Wir werden dieses Jahr Richtung 55% gehen. Das heißt, wir haben solide gewirtschaftet, wir haben solide Haushalte, und trotzdem können wir uns die größten Infrastrukturinvestitionen aus der öffentlichen Hand leisten, die wir auch seit der Wiedervereinigung hatten. Also insofern gibt es wirklich sehr viel Gutes zu berichten. Auch geben wir mehr Geld für Forschung und Innovation aus. Und da will ich bei der Gelegenheit vielleicht auch klarstellen, da gab es die eine oder andere Meldung und auch besorgtes Schreiben, dass wir weniger für Energieforschung ausgeben. Das ist natürlich nicht der Fall.
Die Energieforschung war 2011 bei rund 650 Millionen, war 2018 bei knapp 1,1 Milliarden, also doppelt so hoch. Und auf diesem hohen Niveau wird sie nicht nur verstetigt, sondern sie wächst weiter an. Wir geben für die Reallabore beispielsweise ein neues, gutes, innovatives Instrument des Technologietransfers im Energiebereich zwischen 2019 und 2022 zusätzlich 100 Millionen Euro pro Jahr aus. Insofern können wir sagen, alles gut, wunderbar, weiter so. Das mache ich aber nicht, sondern in der Tat, es gibt natürlich auch Sorgenkinder. Wir haben auf der einen Seite als Träger des Wachstums den privaten Konsum durch diese Glücksspirale, die ich gerade beschrieben habe. Wir haben den staatlichen Konsum mit 0,5%, der private mit 0,7%. Und wir haben auch Bauinvestitionen. Wir haben im Übrigen gerade fast ein bisschen von der Öffentlichkeit unbemerkt, stehen wir vor einem kleinen Bauwunder. 700.000 Genehmigungen im Baubereich, die noch nicht umgesetzt sind, die gebaut werden. Im letzten Jahr 350.000 neue Baugenehmigungen, so viele wie schon lange nicht mehr. Und das Baukindergeld schlägt voll ein und trägt maßgeblich dazu bei, dass breite Teile unserer Bevölkerung in der Lage sind, auch Wohneigentum zukünftig zu erwirtschaften. Sorgenkind ist aber der Außenbeitrag. Das ist heute angesprochen worden. Über 30 Jahre war mit Ausnahme der Jahre 93 und 2009, wo es Rezessionen gab, der Außenbeitrag immer der Träger des Wachstums. Auch weltweit ist in über 40 Jahren das Handelsvolumen immer stärker gewachsen als das Sozialprodukt. Das heißt, der Handel, die Globalisierung haben dazu geführt, dass alle, die dort mitmachen, besser und mehr davon haben und größeres Wachstum. Kollege Linnemann hat es vorher ja auch angesprochen. Das muss man nochmal bei aller Deutlichkeit wiederholen. Wer hier der Abgrenzung, dem Protektionismus, wie es die AfD tut oder wie es auch von der linken Seite vorher angesprochen wurde, das Wort redet, der schadet Deutschland, der schadet der deutschen Wirtschaft, der schadet der europäischen Wirtschaft. Und deshalb müssen wir alles tun, dass wir die multilateralen Institutionen wieder lebensfähig machen. Dass wir müssen alles tun, auch mit einer Koalition der Willigen. Es gibt genug Länder in dieser Welt, mit denen wir freien Handel treiben können. Von Japan über Neuseeland, Australien, Kanada, die Mercosur-Länder, andere mehr. Europa muss hier an der Spitze sein und eine Koalition der Willigen anführen für Freihandel und für Globalisierung. Dass die Wertschöpfungsketten nicht zurückgehen. Das ist ein Grund dafür, weshalb der Außenbeitrag im letzten Jahr eben einen negativen Beitrag geleistet hat. Die Wertschöpfungsketten, also Vorprodukte, die geliefert werden, der Austausch, eben das, was wir seit 200 Jahren wissen, dass Handel eben Effizienzgewinne für alle bringt, die sind im letzten Jahr kürzer geworden. Das ist ein erstes Fanal und da müssen wir kräftig dagegen arbeiten. Und dann ist natürlich das zweite Sorgenkind, auch Peter Altmaier hat es angesprochen, Ausrüstungsinvestitionen. Wir brauchen hier deshalb einen wettbewerbsfähigen Industriestandort. Unternehmenssteuerreform ist das eine Stichwort, aber wir brauchen auch in Europa eine europäische Industriestrategie. Eine Industriestrategie, die Antworten darauf gibt, wie Europa bei den Herausforderungen, bei den Zielen, die wir beispielsweise im Green Deal haben, darauf antwortet. Deshalb benötigen wir einen europäischen Industriestrompreis. Einen Industriestrompreis in Europa, der wettbewerbsfähig ist mit anderen Regionen in der Welt, dass diese Wertschöpfungsketten der Grundstoffindustrie, egal ob Chemie, Kupfer, Aluminium, hier in Europa bleiben, dass es kein sogenanntes Carbon Leakage gibt, dass die entsprechend abwandern. Und da ist ein Industriestrompreis allemal die bessere Lösung als die angedachte Border Adjustment Tax. Auch andere Instrumente wie die Important Projects of Common European Interest im Batteriebereich in der Mikroelektronik müssen ausgebaut werden. Und ich bin der Meinung, wir brauchen sie auch bei 5G, bei 6G, dass Europa hier die Kompetenzen zurückgewinnt. Wenn wir diese klugen Strukturreformen jetzt angehen, dann wird der Aufschwung weitergehen und die deutsche Glücksspirale sich weiterdrehen. In diesem Sinne lassen Sie uns in diesem Jahr gemeinsam dafür arbeiten. Nächster Redner ist der Kollege Reinhard Huben, FDP.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, Carsten Linnemann, also Ihren Reden höre ich immer unheimlich gerne zu. Das ist super. Nur warum setzen Sie denn diese Politik nicht in der Bundesregierung um? Also machen Sie weiter, Herr Linnemann. Sie sind offensichtlich in Ihrer Fraktion in der Minderheit. Der Eindruck entsteht zumindest bei mir. Sie können immer auf die Unterstützung der FDP im Bundestag bei Ihren Themen setzen. Vielen Dank. Und Herr Minister Altmaier, ich glaube, er ist besser in der CDU. Da muss man mehr besser machen als bei der FDP, was Wirtschaftsfragen angeht. Herr Bundesminister, Sie sprechen von Pessimisten und Schlechtrednern. Ich habe das schon mal versucht zu erklären. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wenn ein Oppositionspolitiker hier vorne die Wirtschaft in Anführungszeichen schlecht redet, dass es dann der Wirtschaft auch wirklich schlecht geht. Das ist doch nun wirklich irrsinnig. Und wenn der Kollege Linnemann, wenn ich ihn zitieren darf, sagt, die Industrie steckt in einer Rezession, ist dann Ihr Kollege Linnemann ein Schlechtredner? Machen Sie das mal unter sich aus, meine Damen und Herren. Fakt ist zumindest, unser Wachstum, was prognostiziert ist von 1,1%, wird natürlich hauptsächlich durch den Kalender getragen. Im Jahr 2020 gewinnen wir allein 3,5 Arbeitstage in diesem Jahr. Da kann man schon einen größeren Teil des Wirtschaftswachstums von 0,6% auf 1,1% darstellen. Damit sollten wir uns nicht zufrieden geben. Aber eine aktuelle Meldung, meine Damen und Herren, kommt gerade rein. Und das finde ich traurig in unserem Land. Das finde ich traurig in unserem Land, Herr Wirtschaftsminister. Wir reden über Wirtschafts- und Ordnungspolitik eigentlich nur dann, wenn die Arbeitslosenzahlen steigen. Und wenn wir im Moment über die Ticker mitbekommen, dass die Arbeitslosigkeit jetzt wieder auf 5% gestiegen ist, 200.000 Menschen in unserem Land mehr arbeitslos sind, dann kann uns das nicht freuen. Und deswegen sollten wir mehr Anstrengungen zeigen, als nur uns auf dem auszuruhen, was wir so allgemein hier gehört haben. Und dass zumindest die Gewerkschaften in unserem Land begriffen haben, in welcher Situation wir stecken, zeigt sich doch dadurch, dass die starke IG Metall in Tarifverhandlungen eintritt und nicht etwa Vorstellungen über Gehalts- und Tariferhöhungen diskutieren möchte, sondern darüber, wie Arbeitsplätze und Standorte in Deutschland gesichert werden können. IG Metall möchte einen Tarifvertrag abschließen, der zur Standortsicherung dient. Da sollten bei Wirtschaftsminister eigentlich die Alarmglocken entsprechend schrillen. Eine Bemerkung, lieber Herr Pfeiffer, kann ich mir nur auch nicht verkneifen. Vielen Dank. Manchmal ist es ja auch nett, wenn die CDU einem was freundlich zu verkneifen. Sie hatten von Glücksspirale gesprochen, finde ich einen etwas merkwürdigen Beitrag. Aber Sie haben angesprochen Freihandel. Ja, warum, lieber Herr Pfeiffer, das ist bei mir schon täglich grüßt das Murmeltier, warum ist diese Bundesregierung nicht in der Lage, den Handelsvertrag mit Kanada CETA abzuschließen? Warum haben wir das immer noch nicht gemacht? Mit wem, meine Damen und Herren, Herr Präsident, sollen wir denn dann noch Verträge abschließen, wenn wir es noch nicht mal mit Kanada machen können? Das ist ein großes Problem in dieser Bundesregierung. Ändern Sie das. Jetzt hat das Wort der Kollege Dieter Janicek, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, vor wenigen Tagen hat Ihr Koalitionspartner, namentlich der parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider, Sie als Problembären bezeichnet für die deutsche Wirtschaft, für die deutsche Energiewende. Ich möchte ihm nicht widersprechen. In Ihre Amtszeit fällt der historische Tiefstand beim Ausbau der Windenergie seit Einführung des EEG vor 20 Jahren.
Und gleichzeitig kündigen Sie, und so viel Humor muss man erst mal haben, gestern an, dass wir eine Vorreiterrolle global beim CO2-freien Wasserstoff anstreben. Sie scheinen über Zauberkünste zu verfügen. Mit immer weniger erneuerbaren Energien wollen Sie immer mehr grünen Wasserstoff herstellen. Willkommen in der Voodoo-Ökonomie des Peter Altmaier. Und wenn wir ernsthaft, und das Ziel verfolge ich wie Sie, Technologieführerschaft bei Wasserstoff, Power to Gas, Modernisierung der Grundstoffindustrie anstreben wollen, allerdings, Herr Theurer, ein Buch, was Sie erwähnt haben, das Supermolekül, also eine Technologie sozusagen über alle zu erheben, das werfen Sie uns ja immer vor, das wäre, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Aber wenn wir diese Technologie nach vorne stellen wollen, dann brauchen wir eine Verdreifachung des Ausbautempos bei den erneuerbaren Energien. Und was Sie liefern, sind Abstandsregelungen, die eine komplette Branche abwürgen. So kann es nicht weitergehen in Deutschland. Wir laufen sehenden Auges in eine Ökostrom- und Versorgungslücke hinein. Und damit gefährden Sie auch die Zukunftsfähigkeit unserer Industrie. Denn wenn Sie mit der chemischen Industrie, mit den Grundstoffindustrien, mit der Stahlindustrie, der Zementindustrie, der Gipsindustrie, mit denen ich heute sprechen werde, reden, dann werden die alle sagen, wenn wir den Wandel hinkriegen wollen, dann brauchen wir erneuerbare Energien. Und wir kommen da momentan nicht vom Fleck, und dafür sind Sie als Wirtschaftsminister verantwortlich. So, und jetzt habe ich auch den Reden von Herrn Pfeiffer zugehört beispielsweise. Sie haben sich geäußert zum Thema Border Tax Adjustment. Die Europäische Kommission geht ja voran und möchte für den Wandel der Industrien, der Grundstoffindustrie, in Bernd-Westphal nickt, weil er das Thema auch betreibt, einen Rahmen schaffen. Wir brauchen einen Rahmen, weil das kriegen die ja nicht alleine hin. Die brauchen Unterstützung. Sie brauchen ein Level Playing Field. Jetzt ist die Äußerung aus der CDU-Fraktion, wir wollen lieber einen niedrigen Industriestrompreis, als überhaupt darüber zu reden, wie wir als Europäische Union stark sein wollen. Das ist doch genau der falsche Weg. Wir brauchen ein Konzept, wie es vorangeht mit der Industrie gemeinsam. Und wenn wir von Planungssicherheit reden, dann ist es eben genau dieser Rahmen, der momentan nicht da ist. Wie sollen denn die Investitionsentscheidungen, und es geht um Hunderte von Milliarden Euro, die in diesen Industrien in den 20er Jahren investiert werden müssen, um zu modernisieren, wie sollen die denn getroffen werden, wenn wir keinen Rahmen entschlossen setzen? Das ist die Aufgabe, die ein Wirtschaftsminister anzugehen hat. Sie sind Ankündigungsweltmeister beim Umsetzen, da mangelt es eben bei Ihnen. Und mit uns als Grüne kriegen Sie die Leitfaden für die ökologische Transformation, die die Wirtschaft braucht. Nur so sichern wir die Arbeitsplätze der Zukunft. Darum geht's. Sabine Vossmann, SPD, hat als nächste Rednerin das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle Jahre wieder bestaunen wir zur selben Zeit den Jahreswirtschaftsbericht. Und ich sage natürlich extra bestaunen wir, denn es ist eigentlich unglaublich, welchem externen Einfluss unsere Wirtschaft doch so standhält. Sie ist immer noch robust, und dazu haben wir schon unseren Teil beigetragen. Wir haben zum Beispiel die Binnennachfrage gestärkt durch den Mindestlohn. Deutschland, und das jetzt mal in Richtung FDP und in Richtung Grüne, ist sogar nach einer neuesten Studie Innovationsweltmeister, die Nummer 1 der Welt. Und da kann man gar nicht kritisieren, dass wir nicht zukunftsfest sind, sondern wir gehen genau in diese Richtung Innovationen, und genau das ist die Zukunft zu sichern, unserer Wirtschaft und aber auch die Arbeitsplätze. Und in Richtung FDP auch noch mal, wenn sich doch jemand um steigende Arbeitslosigkeit oder besser, ich würde sagen, um Vermeidung von Arbeitslosigkeit kümmerte, dann ist es doch die SPD. Und da bin ich froh, dass wir in dieser Regierung sind. Dennoch müssen wir natürlich Obacht geben, denn einzelne Branchen schwächeln. Dabei sollten wir nicht ausschließlich die großen Industrieunternehmen sehen, sondern natürlich auch den Mittelstand und ein Teil des Handwerkes. Auch sie brauchen unsere Aufmerksamkeit. Denn die Abhängigkeit von den Großen erschwert den Kleineren häufig die Planung. Trotzdem haben sie aufgrund ihrer Größe den Vorteil, schneller umstrukturieren zu können. Aber auch das braucht Know-how, Arbeitskräfte und Finanzierung. Und es gilt auch hier, gezielt vorbereitet zu sein. Und deshalb sollten wir die Ergebnisse, die guten Ergebnisse des Koalitionsausschusses gestern zügig umsetzen. Was mir insgesamt fehlt bei der Strategie für eine nachhaltige Wirtschaft,
ist der Gerechtigkeitsaspekt. Wir halten unsere Wirtschaft an, die Unternehmen klimaneutral umzugestalten. Darin sehen wir die Chance, technologisch Vorreiter zu sein und unseren Wohlstand und auch das Wachstum zu erhalten. Das ist richtig und auch wichtig. Doch wäre es nicht sinnvoll, bei der derzeitigen ungleichen Vermögensverteilung auch den sozialen Umbau der Wirtschaft mitzudenken? Jetzt mögen Sie meinen, ja, was sollen wir noch alles tun? Aber an dieser Stelle sage ich Ihnen, ohne sozialen Frieden auf Dauer kein Geschäft. Dabei müssen wir nicht bei Adam und Eva anfangen. Es gibt bereits Ansätze, für die wir allerdings von alten Strukturen abrücken müssen. Dabei denke ich an Mitarbeiterbeteiligung. Dabei denke ich an eine Gesellschaftsform Verantwortungseigentum. Dabei denke ich an soziales Unternehmertum. All das bietet Chancen nicht nur für den sozialen Frieden, sondern für mehr Innovation, für Mitarbeiterbindung, Unternehmensnachfolge, für Lösung von gesellschaftlichen Problemen. Nutzen wir doch diese Chance. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Andreas Lenz, CDU/CSU. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Jahreswirtschaftsbericht liegt vor. Er wurde auch schon ausgiebig diskutiert. Und die Zahlen sind gut. Das Wirtschaftswachstum betrug im letzten Jahr 0,6%, in diesem Jahr wahrscheinlich 1,1%. Und das in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Wir haben externe Schocks, Stichwort Handelskonflikte. Und auch in diesem Haus ist es ja schon so, dass einige, kann man den Anschein zumindest gewinnen, hätten gerne die Rezession in Deutschland herbeigeredet. Und keiner sagt, dass sie das nicht dürfen, aber sich das zu wünschen, das ist natürlich dann noch mal verwerflicher. Getragen wird das Wachstum vom Inlandskonsum, von den fleißigen Bürgerinnen und Bürgern, von den Unternehmern, vom Mittelstand, vom Handwerk. Für uns sind Unternehmer immer noch Vorbild und nicht Feindbild. Und an der Stelle auch meinen herzlichen Dank an diese ganzen fleißigen Menschen. Die Bauinvestitionen boomen. Sie stiegen letztes Jahr um 3,8%, in diesem Jahr um über 2%. Aber auch die Investitionen des Bundes befinden sich auf Rekordniveau. Sie beliefen sich im letzten Jahr auf knapp 40 Milliarden Euro und sie werden weiter steigen. All das sind Beiträge für Wachstum und Beschäftigung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das bei einem ausgeglichenen Haushalt. Und übrigens liegen wir beim Maastricht-Kriterium der Gesamtverschuldung wieder unter 60% vom Bruttoinlandsprodukt. Und auch darauf können wir stolz sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber lassen Sie mich eines ganz klar sagen. Es ist in dieser Situation nicht die Aufgabe des Bundes, jetzt die Kommunen zu entschulden. Die Kommunen zu entschulden, ist, wenn überhaupt, Aufgabe der Bundesländer. Auch deswegen wurden übrigens die Länder in der Vergangenheit maßgebend entlastet. Übrigens muss man auch an der Stelle erwähnen, dass wir eine Rekordbeschäftigung nach wie vor in Deutschland haben. 45,3 Millionen Menschen sind in Deutschland erwerbstätig. Die Zunahme beruht übrigens hauptsächlich auf einen Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Und auch dieses Jahr wird die Beschäftigung nochmals zunehmen, um über 200.000 Beschäftigte. Das ist die Grundlage für Wohlstand, die Grundlage auch für gesellschaftliche Teilhabe. Und um das zu erhalten, brauchen wir weiterhin auch einen flexiblen und das heißt einen aufnahmefähigen Arbeitsmarkt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und nur noch mal kurz zum Thema des Außenhandels. Der Außenbeitrag zum Wachstum liegt dieses Jahr bei minus 0,4%, ist also negativ. Wir haben es ja bereits gehört. Der Leistungsbilanzüberschuss wird dieses Jahr auf 6,7% sinken, von 8,6% gemessen zum BIP in 2015. Und in so einer Situation beschließen die Grünen wörtlich, Deutschland muss aktiv seinen überbordenden Leistungsbilanzüberschuss reduzieren und den europäischen Partnern mehr Luft zum Atmen lassen. Wir konkurrieren doch nicht mit Griechenland oder Bulgarien, sondern mit USA und China als Europa insgesamt. Das verkennen Sie komplett, wenn wir den Leistungsbilanzüberschuss abbauen, schaden wir auch unseren europäischen Partnern. Jetzt wollen Sie eben auch noch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands verbieten. Das ist mit uns nicht zu machen, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Im Gegenteil, wir brauchen noch mehr Wettbewerbsfähigkeit, ob bei den Steuern, auch bei den Energiekosten. Der Industriestromtarif auf europäischer Ebene wurde angesprochen. Wir brauchen mehr Wagnis, mehr Wachstumsfinanzierungen. Und da begrüße ich ausdrücklich, dass schon jetzt daran gearbeitet wird, wie man den 10 Milliarden Euro Beteiligungsfonds, der im November beschlossen wurde, richtig ausgestaltet. So geht Zukunft, so geht Innovation und so werden auch Unternehmensgründungen an den Markt gebracht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und jetzt sind wir mal ehrlich, von der FDP kommt nichts außer Problembeschreibung. Der BDI-Präsident Dieter Kempf bezeichnet die AfD als Risiko für die deutsche Wirtschaft. Ähnlich sieht es übrigens Siemens-Chef Käser. Und übrigens keine Frage, wir stehen vor konjunkturellen, wir stehen auch vor strukturellen Herausforderungen. Wirtschaftspolitik ist gefragt, ist mehr denn je gefragt, aber das wird nur mit der CDU-CSU klappen, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das muss nach der Diskussion auch klar sein. Anlässlich der aktuellen Diskussion und der Proteste um die Landwirtschaft möchte ich betonen, dass die Landwirtschaft die Wirtschaft des ländlichen Raumes ist. Landwirte sind nicht nur irgendwie Kulturlandschaftspfleger, die dafür entlohnt werden. Hier werden hochwertige Produkte produziert. Hier findet tiefe Wertschöpfung statt. Jeder neunte Arbeitsplatz in Deutschland steht mit dem Agribusiness, mit den vor- und nachgelagerten Bereichen in Verbindung. Und auch darauf können wir stolz sein. Und auch das müssen wir weiter unterstützen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität stärken, so heißt der Jahreswirtschaftsbericht. Dafür haben wir viel getan, dafür müssen wir aber zweifelsohne auch in Zukunft noch viel tun. Und ich lade alle ein, dass wir darüber diskutieren und die Aufgaben der Zukunft gemeinsam anpacken. In dem Sinne herzlichen Dank. Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Johannes Rathoff, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ausgangslage, das haben wir jetzt oft gehört, ist besser als prognostiziert. Trotz der vielen Unkenrufe hat sich die Wirtschaft weiterhin positiv entwickelt oder wie wir in Ostfriesland an die Kritiker sagen würden, hold back to blam. Aber es kommen auch noch viele Herausforderungen auf uns zu. Wir haben heute in der Debatte unglaublich viel über Außenwirtschaft gesprochen und relativ wenig über Binnenwirtschaft. Deswegen nehme ich meinen Schwerpunkt der Rede mal auf die binnenwirtschaftliche Betrachtungsweise. Die deutsche Wirtschaft wird von außen immer identifiziert, verbunden mit den Unternehmen, die international bekannt sind, Siemens, Bayer, VW und so weiter. Aber das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Rückgrat der Wirtschaft ist der Mittelstand. Viele kleine Unternehmen, die teilweise industrielle Produktion auch erst möglich machen und viele Handwerksbetriebe mit bestens ausgebildeten Mitarbeitern. Gerade diese kleinen und mittleren Unternehmen finden sich oft in den ländlichen Räumen des Landes. Und das muss man an dieser Stelle konstatieren. Das verfassungsmäßige Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse in Deutschland zwischen Stadt und Land gerät zunehmend aus den Fugen. Wollen wir Wirtschaft stärken, Wirtschaftspolitik vorantreiben, dann müssen wir die ländlichen Räume stärken, damit das auch dort stattfindet. Wir müssen die ländlichen Räume stärken, nicht um ihnen tröstend Almosen entgegenzuwerfen, sondern weil wir die Potenziale der ländlichen Räume kennen und damit die Wirtschaft voranbringen können. Ländliche Räume stärkt man dadurch, dass man Arbeitsplätze dort schafft und dafür muss man das Handwerk stärken. Zum Beispiel bei der Produktion von Windenergieanlagen. Tausende Arbeitsplätze, Herr Minister, sind gerade in Ostfriesland in Gefahr. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass diese Menschen weiterhin Arbeit haben. Zum Beispiel bei der energetischen Gebäudesanierung. Wir haben eine Sanierungsquote von 0,7% im Moment, brauchen aber eine von 2%. Alles Handwerksberufe, die dort arbeiten müssen. Und zum Beispiel bei der Veredelung von landwirtschaftlichen Produkten wie Fleisch und Milch vor Ort. Da haben wir die Möglichkeit, auch regionale Produkte wieder zu stärken. Und damit gibt es auch eine stärkere Identifikation des Produktes mit dem Verbraucher. Und damit wird das Problem der Landwirtschaft ein Stück weit auch eingedämmt. Wesentlich für die Stärkung der ländlichen Räume ist der Ausbau der Infrastruktur, also Straße, Schiene, Häfen, aber auch Breitband, vor allen Dingen Breitband- und Glasfasernetze und die 5G-Anbindung. Mit der richtigen
Infrastruktur ergeben sich hervorragende Chancen, zum Beispiel auch für Start-up-Unternehmen. Es wird nämlich künftig egal sein, von wo aus man arbeitet. Und wenn das egal ist, dann kann man ja auch da arbeiten und leben, wo es schön ist, nämlich im ländlichen Raum, wo es sicher ist und wo Kinder gesund aufwachsen können. Das ist nachhaltige Wirtschaftspolitik, die die Städte entlastet. Auch erneuerbare Energien wird im ländlichen Raum produziert. Ich habe das schon mal an dieser Stelle gesagt. Klimapolitik ist Wirtschaftspolitik, meine Damen und Herren. Wirtschaftspolitik ist zugleich auch Strukturpolitik. Und das ist die Handschrift der SPD-Fraktion. Die Ausgangslage ist gut. Packen wir es an. Damit schließe ich die Aussprache. Zu den Tagesordnungspunkten 8b und 8c wird interfraktionell die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 16850 und 15050 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall, dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 8d. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Tempo für Deutschland. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 16905 den Antrag der Fraktion auf der Drucksache 14781 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Antrag bei Enthaltung der AfD, die Beschlussempfehlung bei Enthaltung der AfD gegen die Stimme der FDP mit den Stimmen der übrigen Fraktionen angenommen. Dann kommen wir zum Zusatzpunkt 4. Das ist die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Wirtschaft zukunftsfähig aufstellen. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 16905 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 14825 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung bei Enthaltung der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen von Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der übrigen Fraktionen angenommen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Tagesordnung soll um die Beratung von zwei Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung auf den Drucksachen 16920, 16921 zu zwei Anträgen auf Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse erweitert und diese jetzt gleich als Zusatzpunkte 13a und 13b zur verbundenen Beratung aufgerufen werden. Das Verfahren entspricht der langjährigen Praxis im Deutschen Bundestag. Ich gehe davon aus, dass wir auch heute so verfahren. Wenn kein Widerspruch, dann sind die beiden Punkte aufgesetzt. Dann rufe ich die soeben aufgesetzten Zusatzpunkte 13a und 13b auf. Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. Zusatzpunkt 13a, Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung auf der Drucksache 16920 zu dem Antrag auf Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchung und Beschlagnahmebeschlüsse. Der Ausschuss empfiehlt, die Genehmigung zu erteilen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Beschlussempfehlung bei Enthaltung der Fraktion der AfD angenommen. Mit den Stimmen der... Also wenn hier die Feststellung des Wahlergebnisses bezweifelt wird, dann lasse ich nochmal abstimmen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen. Bei Enthaltung der überwiegenden Mehrheit der Fraktion der AfD mit den Stimmen aller übrigen Abgeordneten. Und wir kommen zum Zusatzpunkt 13b. Das ist die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung auf der Drucksache 16921 zu dem Antrag auf Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse. Der Ausschuss empfiehlt, die Genehmigung zu erteilen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung bei Enthaltung der Fraktion der AfD angenommen. Damit rufe ich auf die Zusatzpunkte 11.